Hallo! Willkommen zurück. Commander! Ich bin gerade überlegen, aus welchem Game die Referenz ist, aber. XCOM. Oder Film. Wir sind gestorben und sind wieder da. Wo sind wir gestorben? Scheiße, wir müssen. Ja, ich weiß ja, wo wir sind. Denk dann, du wolltest den Move nicht machen. Ja, ich mach ihn auch nicht mehr. Bei der Move. Lass mich sie schlagen. Weil sie gegeben hat. Oh, sie hat gar keinen Egel drauf gehabt. Toll. Alles umsonst. Diese grünen Waffen, was bringen die? Reinheit. Das ist Reinheitseffekt. Reinhard. Mein Kopf versteht Reinhard. Wow. Zu viel Overwatch. Achtung, rechts. Das ist gleich hier Kanonenschütze. Ja. Nicht treffen lassen. Achso, ich dachte, du machst den. Warte, okay. Hätte sein Oberschenkel jetzt so lang anschießen, bis er stirbt. One shot over. Oberschenkel. Wow, Ding durch. Ja. Liegt der Loot? Ne, hab ich gern gelootet. Als ich heruntergefallen bin. Ich erinnere mich. Ich mir auch, das ist traurig. An diese dramatische Szene. Und deshalb Merket baut Geländer an Treppen. Der andere ist runtergefallen. Ja, dafür hat das die Aggro von dem anderen gepult. Aber ist egal. Ach scheiße, ich erinnere mich jetzt wieder, wie wir gestorben sind. Nicht angreifen, Arschloch. Danke. Warum bekomme ich denn so viel Schaden? Es ist tot. Zum Glück. Hat mich ja nur leicht misshandelt, das Mistvieh. Du Mistvieh! Wieso muss ich jetzt an Sigourney Weaver denken? Mistvieh ist übrigens auch ein Insider geworden bei Hand. Weil immer, wenn ich irgendwie sowas sage wie stirb du Mistvieh oder stirb im Allgemeinen, geht und dazu ein Dynamitwerfer, geht das meistens gewaltig schief. Und da wisch mich was. Hast du den Seelenkern? Oder war bei dir keiner? Bei mir war keiner. Das ist ein Tengu. Ich frage mich gerade, wo wir sind, um ehrlich zu sein. Weil ich habe die Mission 2-3 Mal schon gespielt. Und das kommt mir nicht bekannt vor. Ja, ich hab getroffen, aber er war schon tot. Ich hab echt schlechte Waffenwahl. Mit dir als Kombo. Ich hätte Odachi nehmen müssen. Weil du nicht rankommst, meinst du? Weil ich mit Odachi mobiler bin wegen dem diesem Vorsprinten, glaube ich, war das. Ansonsten einfach dein Kakara, das Tengu da. Weil das Teil hat eine krasse Range. Was passiert so viel Schaden? Ist der Tengu
Und da, was war hier? Du prügelst dich nicht schon mit dem Tango, oder? Nee. Tust du nicht. Da ist ein Sudamer gewesen, also nichts Besonderes. Und Loot. Also, falls du den Loot haben willst, können wir da nochmal hingehen. Warte kurz. Ah ja, okay, ich muss R1 drücken dabei. Ich sag das war, ich mach den Angriff nicht mehr, aber das war eine Lüge. Er fühlt sich zu gut an. Hab grad meinen Schaden gar nicht gesehen, aber irgendwie, durch die neuen Moves gefällt es mir ganz gut. Und dieser Sprung ist halt extrem cool, ne? Ich mag ja Deflecten. Ist die Waffe super. Stiltechnisch? Stiltechnisch, ja. Ja, kombotechnisch finde ich es halt relativ langweilig, ne? Ja, definitiv, weil du 2-3 Kombos hast, die benutzt du dann jederzeit. Ja, du machst halt das Beste aus deinen Quadraten und endest dann halt die Combo. Und machst dann halt das Beste draus, indem du es gedrückt lässt oder nicht. Mhm. Reichweitentechnisch. Ist halt nice, dass man die Stabreichweite noch erhöhen kann. Nein! Fast verstorben, das habt ihr alle falsch gesehen. Ich habe in mittlerer Haltung sogar einen Parry, Alter, hier. Warte. Ich mach mal. Den kannst du sogar weiter. Ja, den Move kannst du zum Beispiel dreimal mit Dreieck umwandeln. Der ist ziemlich stark. Den Kodame-Ionen hast du schon? Nee. Alter! Und jetzt? Jetzt bin ich am überlegen. Wo zum Fick wir lang mussten. Vielleicht war hier schon mal. Wer hätte es gedacht? Aber folgen wir dem Quicken weiterhin, wa? Waren wir hier schon mal? Ja. Ja, das ist okay. Die Treppe. Erinnerst okay, du dann dich? Gehen wir den Weg einfach nochmal. Wir gehen den Weg einfach nochmal. Nein, das ist ein Shortcut. Oh, warte mal kurz. Du hast auch noch Fähigkeiten, ne? Lass mal kurz in die Fähigkeiten gehen, weil ich habe auch welche bekommen. Und zwar für Omniomagie. Da konnte ich den Wassertal erstmal. Ja, den wollte ich mir aufheben, glaube ich. Ich gehe mal hier hin. So. Was habe ich denn hier? Schlag abwehren. Klack. Das Ding nach unten. Tiefe Haltung. Und mittlere Haltung, okay. Alles klar.
Zöpfchen. Was habe ich denn da jetzt gelevelt? Das ist keines offline. Hat irgendwas Unüberlegtes gelevelt. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwo war hier noch eine Fähigkeit, die ich habe. Alles klar. Dein Gegner, der übrigens runtergefallen ist, ist hier wieder gespawnt. Bastardkind. Ich weiß jetzt übrigens wieder, wo wir lang mussten. Ja, doch, muss ich mich nur mit einspielen. Hab mir jetzt natürlich mit der, die ganze Zeit mit der Axt eingespielt. Hab vor uns schon trainiert mit der Axt. Deswegen spiel ich jetzt Sunset Sukong. Das ist eine gute Sache. So, Haya. Oder wie heißt das? Okay, wir sollen die leuchtenden Gefäße benutzen. ...41.000. Hat mal Zeit für einen Aufstieg hier. Wie solltest du dir eigentlich noch nicht leisten können? Ich habe genügend Astralpunkte freigeschaltet, um Metamorph-Fähigkeiten. Was? Wie ich dich hasse, du musst sie. Wohin? Oh Gott. Das war so klar. Was? Dass das ja ein Yokai-Reich ist, Mann. Natürlich. Hier war aber da, genau. Nice. Warum immer ich, Mann? Weil es mich one-shotten würde. Lass gleich nochmal kurz an den Schrein beten gehen, weil ich kann mich leveln. Euch noch umgefallen? Als ob. Ah, es macht aber kaum Schaden. Was sind sie, Token? Ja. Wahrscheinlich zu wenig Vertrautheit und leichte Angriffe verwendet, weil das Ding hat One-Shot-Potenzial. Hab auch was freigeschaltet tatsächlich.
ich keine Shinobi-Küsse? Nein, ungünstig. Wieso geht das nicht? Was willst du denn machen? Warte mal. Achso, nach einem starken Angriff. Den kann, da kannst du sogar Viereck noch gedrückt halten und dann dreht sich das Teil nochmal. Kann man auch so rum jetzt Kombos machen, das ist ja cool. Das frisst Ausdauer, hast gesehen, ne? Ja, aber der Damage ist krank. Aber da stand noch bei, wenn es den Fall den Rücken zu uns stößt nach hinten. Dieser Angriff hat zwei Formen und die gewählte Version ist abhängig davon, ob du eine hohe, mittlere oder eine tiefe Haltung einnimmst. Ist das so unterschiedlich? Ah ja, okay. Alles klar. Also rein technisch gesehen haben wir jetzt den direkten Weg zum Bosskampf freigemacht. Oh, doch, da sehe ich mich aber. Ja, Mambas Messer. Ein uralter Text. Gewänder. Kodama. Alles da. So, wollen wir? Ja. Ich wollte das als ein Ja. Ja, natürlich. Katzin! In meiner Waffe? Fucking Eule. Erinnerst du dich? An die Kugeln? Ja, ja. Also Scheinwerfer. Ich habe jetzt hier mal auf den Vogel. Ah, okay. Ziemlich Dankeschön. Schnell. Bring mir bitte wieder. Kam leider Gottes nicht dazu zu blocken. Two.
ich hab gleich dahin. So. Weil da sind so eine roten Augen. Oh, ich liege. Zerstören. Wenn es wenn's dunkel wird oder was? Weil ich mach mal eben erstmal Party-Alarm. Hier sind wieder diese roten Augen. Ich geh da mal kurz hin. Zweit ist er sehr viel leichter. Nett. Zu zweit ist er wirklich sehr viel angenehmer zu bekämpfen. Geile Soundkulisse. Ja, ich sehe das Potenzial von ihm, wenn man alleine ist. Alleine ist er nervig. Also wirklich komplett nervig, weil während du die Augen zerstören musst, wird er halt weiter auf dich einhacken, aber du kriegst ihn nicht an, wie sie. Ich habe das ja gemerkt, dass du dich da alleine gut drum kümmern konntest und ich ihn abgelenkt habe. Die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit die Agro gehabt. Und dadurch, können wir den ohne Probleme wieder aus diesem Yokai rausholen. Also, ne? Wenn sich hier mal ein Zuschauer herverirrt, das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wir sind halt zu zweit. Der Gegner hat auch mehr Lebenspunkte. Aber alleine ist das halt... Man bringt halt sehr viel weniger Trefferkombinationen durch. その小刀は幼い私を拾って育てたのはソハヤ州。 掟を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻す時、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が、 成仏できたみたい。 So, lore-technisch, kurz für die zusammengefasst, die es vielleicht nicht verstanden haben. Dieses Dorf, das da zum Schluss war, das ist das Dorf der Tsuhaya, also ihre Heimat quasi. Okay, warte. Nobunaga, ne? Matsunaga Danjio Hisahide. 信長様の道案内に参じよう。ついでに。
So, also die Sohaya waren halt diese Yokai-Jäger, die Jungs mit der komischen Skelettmaske. Und das war deren Dorf. Deren Dorf wurde aber angegriffen in der Abwesenheit von Mumio, die mit der roten Maske. Mumio ist quasi die oberste Yokai-Jägerin, also quasi der Oberboss. Eier sind dann da angegriffen worden von Yokai im Allgemeinen und halt ausgerottet worden. Und diese komischen Geister, die gerade durch die Eule beschworen worden sind, das sind die bösen Geister der Verschworenen, der Verstorbenen. Es gibt halt zum einen die Leute, die sich in Yokai verwandeln, und dann gibt es halt die bösen Geister von diesen Leuten. Und das irgendwann die bösen Geister, die einfach um sie herum geschwommen sind und halt ihren Verstand mehr oder weniger angegriffen haben. Da gibt es immer nur eine Unterscheidung. Also, ja. Und uns fehlt ein Kodama, was ärgerlich ist. Aber ich gehe kurz aufs Klo. Also bis dann. Ja! Scheiße, ein Kodama fehlt. Kommen wieder ein paar Nebenmissionen, eine Hauptmission. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut.